Das Curaçao-Delfintherapie- und Forschungszentrum liegt auf der malerischen Insel Curaçao und ist eins der führenden Institute für delfinunterstützte Therapie auf der Welt. Es öffnete im Jahr 2004 seine Pforten auf dem Gelände des Curaçao-Seeaquariums. Einer der Gründe für die Wahl dieses Ortes war die direkte Lage am Meer, die für ständigen Zufluss von frischem Meerwasser sorgt. Curaçao liegt im Südwesten der Karibik. Es ist die größte Insel der Niederländischen Antillen und ist ungefähr 70 Kilometer lang und 11 Kilometer breit. Die Insel liegt etwa 60 Kilometer nördlich von Venezuela und etwa 60 Kilometer östlich von Aruba. Es gibt tägliche Flugverbindungen über Amsterdam nach Europa. Die Flugzeit beträgt etwas mehr als 10 Stunden. Eine der Hauptattraktionen der Insel ist das Seeaquarium. Dort befindet sich auch das Curaçao Delfintherapie- und Forschungszentrum. CTTC bietet Kindern mit besonderen physischen, psychischen oder mentalen Bedürfnissen und deren Familien die Gelegenheit, an einem besonderen Therapieprogramm teilzunehmen, in dem die Interaktion mit Delfinen einen wesentlichen Bestandteil darstellt. Delfinunterstützte Therapie ergänzt und verstärkt traditionell therapeutische Ansätze. Die Therapie findet dabei in einer ganz unkonventionellen Umgebung am Meer statt. Die Therapie im CTTC wird gemäß verhaltenstherapeutischer Prinzipien durchgeführt. Der spielerische Umgang mit den Delfinen bildet dabei einen außergewöhnlichen Anreiz für das Kind. Dieser wird als Belohnung eingesetzt, sobald eine Therapieübung bzw. Aufgabe erfolgreich vollendet ist. Die erhöhte Motivation, während der Therapie besonders gut zu arbeiten, bietet dem Kind die nötige Kraft, um spielerisch zum nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gelangen. Umfangreiche Forschungsergebnisse zeigen, dass Kinder im Umgang mit Delfinen eine bis zu 4-mal höhere Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeitsspanne aufweisen. Zusätzlich liefert die Interaktion mit Delfinen starke Anreize im Bereich der sensorischen Integration, die sehen, hören, tasten, schmecken und riechen. Gerade dies ist entscheidend für die Verbesserung von Lernfähigkeit, Verhaltensmodifikation, Kommunikation und Sprache, Grob- und Feinmotorik, kognitive Entwicklung, sozialer Kompetenz und funktionellen Fähigkeiten sowie des Transfers dieser Fähigkeiten ins tägliche Leben. Das Team des Curaçao Delfintherapiezentrums besteht aus einer internationalen, multidisziplinären Gruppe von Therapeuten, Delfintrainern und Delfinen. Die lizenzierten und zertifizierten Therapeuten kommen aus Fachbereichen wie Physio- und Ergotherapie, Sprachtherapie, Verhaltenstherapie und Sozialpädagogik, Psychologie und Familienberatung. Die Therapeuten arbeiten intensiv zusammen in fortlaufendem Training und Feedback, um einen individuell auf das Kind und die Familie zugeschnittenen Therapieplan zu gewährleisten. Gut so. Entfernen. Nur auf die Matte. Die Therapiedelfine sind ausgewählt wegen ihrer Sanftheit, Neugier, ihrem Lerneifer und ihrer Bereitschaft, sich auf uns Menschen einzustellen. Die Delfine sind speziell für das Programm des CTTC ausgebildet und führen ausschließlich Therapie durch. Delfinunterstützte Therapie im CTTC wird für Kinder ab 3 Jahren und älter mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen angeboten. Einige Hauptdiagnosen sind unter anderem Autismus, zerebrale Parese, angeborene oder erworbene Hirnschädigungen, Entwicklungsverzögerung, Apraxie und Dyspraxie. Die 10-tägige Therapie findet im Lauf von 2 Wochen, jeweils von Montag bis Freitag statt. Eine Therapieeinheit dauert 2 Stunden. Sie wird von einem dem Kind und seiner Familie zugewiesenen, qualifizierten und staatlich zugelassenen Therapeuten durchgeführt. Individuelle Therapieprogramme sind auch möglich. Jedem Kind steht während seiner Therapieeinheit ein Team von 3 Fachleuten zur Verfügung. Therapieziele sind unter anderem Verbesserung des Umgangs mit Gefühlen und Emotionen, kognitive Entwicklung, sozialer Verantwortung und Interaktion, grob- und feinmotorischer Fähigkeiten, kommunikativer und sprachlicher Fähigkeiten, Selbstbewusstsein, Blickkontakt, Muskeltonus, Gelenksbeweglichkeit, Mundmotorik und ADL. CTTC bietet Workshops für Eltern, Angehörige und Betreuer, um mehr über das Konzept von CTTC, die Methoden und therapeutischen Anwendungen zu erfahren. Dies ermöglicht es Familien, unsere Arbeit auch zu Hause fortzusetzen. Auf Wunsch erhalten Eltern eine zusätzliche Beratung durch einen Familiencoach. Geschwister zwischen 5 und 12 Jahren haben die Möglichkeit, am Kids Sea Club teilzunehmen.
Es werden den Kindern die Tiere und Pflanzen, die im umliegenden Ozean leben, nähergebracht und darüber ihr Umweltbewusstsein geweckt. So erlebt nicht nur das Kind in der Therapie etwas Besonderes, sondern seine Geschwister auch. Für das CTTC sind 2 Mediziner 24 Stunden pro Tag erreichbar. CTTC hält auch einen engen Kontakt mit dem St. Elisabeth Hospital, das europäische Standards bietet, und arbeitet mit vielen Organisationen in Europa und den USA zusammen. Es gibt einige ausgezeichnete Hotels in der Nähe unseres Therapiezentrums, die sogar zu Fuß erreichbar sind. 2008 wird auf dem Gelände des Seeaquariums unser neues Delphin Suites Hotel errichtet sein, das behindertengerechte Apartments für unsere Familien bieten wird. Delfingestützte Therapie ist keine Wunderkur, die Krankheiten heilt. Sie ist vielmehr eine erfolgreiche und effektive Methode, eine optimale Lernumgebung zu schaffen, in der Kinder durch therapeutische Intervention ihre Funktionen ergänzen und verbessern können. Kinder mit speziellen Bedürfnissen schöpfen aus dieser Lernerfahrung und nehmen umso motivierter an den geplanten Therapien am Heimatort teil. Das Team des CTTC weiß, dass individuelle Veränderungen immer möglich sind, wenn die Motivation des Einzelnen groß genug ist. Der eigene Wille, sich persönlich und funktionell zu entwickeln, wird gestärkt. Curaçao gehört dank seines hohen Lebensstandards und der Zugehörigkeit zum Königreich der Niederlande nicht zur dritten Welt und bietet seinen Besuchern im Gegensatz zu den meisten anderen Inseln in der Region europäische Standards. Dazu gehören ein Höchstmaß an persönlicher Sicherheit, geringe Kriminalität, ein gut funktionierendes Gemeinwesen und Trinkwasser in hervorragender Qualität. Wilhelmstad, die Hauptstadt der Insel, wurde 1997 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die Insel hat etwa 140.000 Einwohner. Niederländisch ist zwar die Amtssprache auf Curaçao und wird auch an den Schulen gelehrt, gesprochen wird allerdings meist Papiamento. Aber auch Englisch und Deutsch sind weit verbreitet. Die Supermärkte auf der Insel haben europäischen Standard. Und obwohl alles importiert werden muss, sind zum Beispiel alle Fleischprodukte erheblich billiger als in Europa. Auch tanken macht auf Curaçao noch Spaß. Benzin und Diesel sind deutlich preiswerter als in Europa. Den günstigsten Umtauschkurs erhalten Sie, wenn Sie mit der EC-Karte, mit der Sie auch überall problemlos bezahlen können, Geld aus den zahlreichen Geldautomaten holen. Curaçao hat seinen Besuchern viel zu bieten. Die zahlreichen Strände sind meist kinderfreundlich, flach abfallend und absolut ungefährlich, denn es gibt keine gefährlichen Strömungen oder hohen Wellengang. Curaçao ist auch eines der besten Tauchreviere der Welt. Haiattacken sind unbekannt. Die Wassertemperatur liegt immer über 25 Grad, das Klima ist sehr angenehm. Die Insel liegt außerhalb des Hurricane-Gürtels. Mit seiner einzigartigen Natur ist Curaçao nicht nur der ideale Ort für Wassersportfans, sondern auch für Naturliebhaber. Damit gehört Curaçao zu den empfehlenswertesten Reisezielen der Welt.